Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkirchste.de. Ich wurde gefragt, wie man auf einem Simatic HMI, wo ein Logo hängt, ein Bild erstellt, wo man nur mit einem Passwort hinkommt. Will ich gerne kurz zeigen. Kleines Vorwort. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist mit dem TIA-Portal selber, die Benutzerverwaltung, was relativ aufwendig ist. Die zweite Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, ist einfach über eine Variable. Wie sieht das Ganze aus? Man sieht ja also einen Button. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann kommt kurz angemeldet, springt aber gleich wieder zurück zu abgemeldet. Erst wenn ich hier oben das richtige Passwort eingebe, in diesem Fall die 501, dann steht jetzt hier eben angemeldet. Und wenn ich jetzt drauf tippe, dann komme ich eben auf eine Seite mit diesem geheimen Menü, habe ich es einfach mal genannt. Zum Abmelden gebt ihr einfach die 0 ein oder irgendeine andere Nummer. Dann seht ihr, seid ihr hier abgemeldet, könnt euch nicht mehr anmelden. Erst über die 501 könnt ihr euch dann wieder anmelden und wenn ihr drauf tippt, dann seid ihr eben in diesem Menü drin. Wie funktioniert das Ganze, möchte ich euch kurz zeigen. Zuerst mal geschwind Extras, Parameter VM-Zuordnung. Ihr braucht einmal die arithmetische Anweisung. Vom Typ ist ein Word. Die Adresse könnt ihr nachher selber wählen, nur dass ich das nicht vergesse. Ansonsten habt ihr einen Netzwerkeingang, auch das ist nachher eine Variable im TIA-Portal. Danach arbeite ich mit zwei analogen Differenzschwellwertschalter. Im unteren hier tragt ihr das Passwort ein, in diesem Fall habe ich die 501 genommen. Und im oberen tragt ihr eine Zahl weniger ein. Wenn ihr also das Passwort hier unten 400 hättet, dann müsstet ihr hier oben logischerweise die 399 eintragen. Danach braucht ihr eben eine Unverknüpfung, wo einer negiert ist. Was passiert? Erst wenn die, oder nur wenn die Zahl genau zwischen diesen beiden Schwellwertschaltern liegt, dann ist die Bedingung erfüllt. Eine arithmetische Anweisung wird über EN freigegeben und, das wollte ich jetzt nicht, und gibt dann eben die Zahl, die bei V1 eingetragen ist, aus. Diese Zahl ist nachher wichtig, das ist nämlich das Bild, auf das ihr wollt. Wenn ihr auf das Bild 7 wollt, müsst ihr die 7 eintragen. Bei mir habe ich jetzt mal das dritte Bild gemacht. Den Analogmerker 1 braucht ihr natürlich, weil keine analoge oder digitale Bausteine ohne Kabel sein dürfen. Zusätzlich braucht ihr einen Merker, denn dieser Merker ist nachher dazu da, dass dieser Button hier die richtige Anmeldung dann hat. So, das war es eigentlich schon in der Logo. Gehen wir weiter kurz zum TIA-Portal. Anfangen möchte ich mit der Standard-Variablen-Tabelle. Wir brauchen drei Stück. Ich habe jetzt einfach Passwort 1 und 2 und 3 genommen. Die erste Variable ist ein Integer-Typ und ihr seht VW0, das ist unser Netzwerkeingang, also dieser hier, den müssen wir abfragen. Damit lesen wir mit dieser analogen Netzwerkvariable, lesen wir nachher das, was ihr hier oben eintragt, aus. Deswegen brauchen wir die. Die zweite Variable ist unser Merker aus dem Logo, also dieses Ding hier oben, das ist unser Merker. Den lesen wir aus, der Merker 1 ist eben M0.0. Und die dritte Variable ist jetzt eben unsere arithmetische Anweisung in der Parameterzuordnung VW und die Nummer 20. Aber wie gesagt, die Zahl hinten könnt ihr euch auch selber ausdenken. So, nachdem ihr diese drei Variablen erstellt habt, brauchen wir Bilder. Wir brauchen jetzt eben drei Bilder. Ich gehe mal zum dritten Bild. Das habt ihr vorher gesehen. Das ist dieses geheime Passwort. Und ganz wichtig, ihr braucht natürlich auch eine Taste, die euch wieder zurückbringt, denn sonst seid ihr in eurem tollen geheimen Menü und kommt nie wieder raus. Dazu aktiviere Bild und dann eine Bildnummer da, wo ihr hin möchtet. Und das ist dann eben euer Menü, wo ihr hinkommt, wo ihr nur ändern könnt, wenn ihr das Passwort eingebt. Als nächstes brauchen wir noch ein Anmeldefenster. Da habe ich jetzt eben Passwort eingeben geschrieben. Und da braucht ihr nur bei Elemente, zieht ihr euch hier so ein EA-Feld rüber. Und dieses EA-Feld Eigenschaften nehmt ihr jetzt die Variable Passwort. Also hier, das was ihr da eintragt, wird einfach nur über den analogen Netzwerkeingang an eure Logo geschickt. Deswegen hier Passwort 1, VW0, Eingabe, Ausgabe. Mehr braucht ihr hier schon gar nicht zu machen. Jetzt kommt es ein bisschen so, was es euch ausmacht. Ihr braucht jetzt eben hier diesen
Button. Ich habe bei ein eben angemeldet und bei aus abgemeldet. Und jetzt braucht ihr hier als Variable die Passwort 1 Variable. Ihr seht hier den Merker 0.0. Und wenn der Merker eben aktiv ist, dann steht angemeldet dran. Wenn der nicht aktiv ist, steht abgemeldet. Und dieses Abmelden, Anmelden hier oder der Merker 1, der kommt eben immer, wenn das Passwort richtig eingegeben wurde. Und damit steht eben hier, wenn jetzt ihr angemeldet seid, anmelden dran. Und wenn ihr abgemeldet sind, seid, steht abmelden dran. Und wenn ihr jetzt drauf tippt, dann sieht man, dann springt der kurz hin und her, aber fragt die Variable dann ab. Die Variable ist euer Merker. Und damit springt sie da richtig zurück. Und jetzt geht ihr zu Ereignisse. Und bei Ereignisse nehmt ihr aktiviere Bildnummer. Aktiviere Bildnummer findet ihr bei den Bildern. Hier aktiviere, also Bilder, aktiviere Bildnummer. Und dann habe ich hier die Passwortvariable 2 drin. Die Passwortvariable 2, wissen wir, ist bei Extras, Parameter VM-Zuordnung, Word 20. Und das ist unsere arithmetische Anweisung. Und hier schreibe ich bei V1 eben 3 rein. Wenn da jetzt 7 drin stehen würde, würde eben im gedrückten Zustand, würde er jetzt eben auf das Bild 7 springen, wenn ihr da drauf klickt. So, wie gesagt, es gibt über die, wo ist der? Bin ich versprungen? Über die Benutzerverwaltung würde es auch noch die Möglichkeit geben, übers Abmelden, Anmelden. Aber ich sag mal, für eine Seite ist das, glaube ich, der schnellere Weg und es wird auch nicht unbedingt schöner dadurch. Genau. Was natürlich wichtig ist, die Logo sollte passwortgeschützt sein, dass niemand da reinschauen kann und im Grunde das Passwort auslesen könnte, wenn es so Cracks gibt, die das machen wollten. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte die Frage relativ kurz und schmerzlos beenden oder beantworten.